Saarland ermöglicht 4 weitere virtuelle Mehrgenerationenhäuser. In den vergangenen 2 Jahren sind insgesamt 6 sogenannte virtuelle Mehrgenerationenhäuser im Saarland ans Netz gegangen, mit denen der Begegnungsraum vor Ort in saarländischen Kommunen um interaktive Kommunikationsmöglichkeiten erweitert wird. Der Schlüssel in die digitale Welt, ein Tablet-PC, wird den Teilnehmern dabei zur Verfügung gestellt. Dadurch sollen sich Saarländerinnen und Saarländer im realen wie im virtuellen Leben generationenübergreifend miteinander vernetzen. Der große Erfolg des deutschlandweit einzigartigen Projekts sowie die große Nachfrage haben die Projektpartner dazu veranlasst, 4 weitere Häuser zu eröffnen. Wir trafen Ministerin Bachmann zum Interview. Also ich bin heute hier, weil ich Familienministerin bin, weil ich Sozialministerin bin, weil ich Gesundheitsministerin bin und genau dieses Thema alles beinhaltet, was wir heute hier besprochen haben, nämlich, dass wir in einer immer älter werdenden Gesellschaft leben, aber nicht nur drüber reden sollen, sondern diese Menschen mitholen, ob jung oder alt. Und das machen wir hier mit der Landesmedienanstalt gemeinsam, indem wir diese älteren Menschen, die in ihrer Arbeitszeit, dann als sie aktiv waren, den Computer in der Form, wie wir ihn kennen, nicht kennengelernt haben. Und wir verbinden damit Familie. Wir verbinden Freundschaft miteinander, dass man miteinander nicht nur telefonieren kann, sondern skypen, indem man sich sieht. Man kann E-Mails schreiben, die Menschen werden fit gemacht, man kann Gesellschaftsspiele machen. Und das Wichtigste, dass man andere Menschen kennenlernt, die auch mit dabei sind und dann auch Freundschaften pflegen. Ein großes Thema heute war ja das Spielen. Haben Sie selber schon mal gespielt? Natürlich habe ich gespielt, na klar, wenn ich Zeit habe. Also das Leben ist ja ein Spiel, wie man so schön sagt, aber es macht auch Spaß. Ich habe auf meinem Handy, habe ich da schon Spiele drauf, so Konzentrationsspiele, aber auch welche, die lustig sind. Und das mache ich, wenn ich Freizeit habe, schon mal gerne, ja. Auch Uwe Konrad äußerte sich auf der Veranstaltung. Der Name Mehrgenerationenhaus, der ist ja nicht so geläufig. Also auf jeden Fall unter den Jüngeren. Wird das wohl nicht so sein? Wie würden Sie das denn beschreiben? Was ist das? Zunächst einmal ist es eine Gruppe von Menschen, die sich bereit erklärt hat, auf eine neue Reise zu begeben, nämlich gemeinsam etwas zu tun. Sie haben sich vorher nicht gekannt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und wir haben ein Mehrgenerationenhaus gebaut, das sich ein besonderes ist, denn es hat den Zusatz virtuell. Und das heißt, wir gehen gemeinsam auch in die Reise in der digitalen Welt. Wie läuft das Programm genau ab? Was müssen die Teilnehmer tun? Die Teilnehmer müssen zuerst einmal ein ganz starkes Interesse daran haben, Neues kennenzulernen, der gesamte Bereich des Internets. Und sie bekommen ein Tablet für die gesamte Zeit, das sind 1,5 Jahre zur Verfügung gestellt. Und es gibt Kurse, die Teilnehmer treffen sich alle 14 Tage in dieser Zusammensetzung. Und und dann gibt es Kurse, die nennen sich entweder ein Tablet-Grenzen oder Kaffeekuchen-Tablet, Kaffeekuchen-Kommunikation mit Tablets. Und es geht um ganz viele Themen. Die Teilnehmer können sich das immer selber aussuchen aus einem Katalog. Und das kann mal das Thema Gesundheit oder das Thema Reisen sein. Und dann wird das erklärt und die Teilnehmer arbeiten mit dem Tablet an dem Thema. Welche Ziele möchte man speziell damit erreichen? Na, zunächst einmal wollen wir die Teilnehmer, die ja unterschiedlichen Generationen auch angehören, zeigen, dass neues Lernen gar keine Frage des Alters in erster Linie ist, sondern hier ist es wirklich etwas, was jeder auch ein bisschen in seinem eigenen Bereich immer wieder hat. Lebenslanges Lernen und natürlich hier neue Menschen auch kennenlernen, denn es ist ja nicht nur ein Treffen im virtuellen Raum, sondern die treffen sich ja vor Ort. Danach wird dann auch natürlich kommuniziert, ob das über soziale Netzwerke sind, ob das per E-Mail ist oder ob das auch mal ein Hangouts ist. Also das heißt, man wird gelernt, es wird angewandt in der Zeit dazwischen und natürlich wächst diese Gruppe auch zusammen und deshalb ist es schon eine ganz tolle Sache. So, ich spreche jetzt mit einer Teilnehmerin. Zuerst mal die Frage, was machen Sie denn da gerade? Wir haben jetzt hier ganz neues Spiel, also was wir beide noch nicht kennen, das virtuelle Scrabble. Und ich finde, das fordert einem schon. Kommt man damit jetzt so ein bisschen besser klar nach den 1,5 Jahren? Ist das einfacher? Ist das jetzt ein bisschen übersichtlicher? Findet man sich da noch ein bisschen mehr zurecht von selbst? Ich denke schon, wobei
wir ja jetzt nicht also die Erklärung über das Tablet hatten, ne, sondern dass uns das jemand erklärt hat und wir es dann gespielt haben. Ne. Was anderes ist wahrscheinlich, wenn man sich selbst ein neues Spiel sucht und dann die Erklärung hierüber kriegt. Ne. Das ist ja nochmal was anderes. Womit haben Sie noch Erfahrungen gemacht? Sie meinen grundsätzlich jetzt in dem Tablet-Kurs? Allgemein mit der Technik, mit dem Internet? Ja, Internet. Also ich habe immer schon ein bisschen gespielt, allerdings meistens nur solitär. Aber ich benutze es auch total viel für irgendwelche Infos oder Kochrezepte oder tausend Sachen. Ne? Vielleicht trifft man dann sich ja auf eine Runde Online-Scrabble. Ja, wir haben das jetzt schon verabredet, ne? Weil mein Mann, der hält gar nichts davon, ne? So spielen im Internet und so, aber wir sind befreundet und dann könnten wir ja miteinander spielen, obwohl wir nicht zusammensitzen. Das ist schön. Vielen Dank.